Willkommen zurück zu Part 22 von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze hier im extra schweren Modus. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber ich glaube, es ist schon der 22. Part. Und jetzt kommt das Level 5.5 Gelee Fatal. Und das ist ein richtig cooles Level, weil es mal wieder eine ganz, ganz neue Idee ist und etwas völlig anderes als alles bisher dagewesene. Und dort ist gleich mal ein geschenktes Puzzleteil. Dankeschön. 7 an der Zahl gibt es hier. Und ich hoffe, wir werden alle finden. In letzter Zeit lief es ja da relativ gut mit dem Puzzleteil finden, weil ich mich auch ein bisschen mehr aufs Level konzentriere. Also das sollte schon hinhauen. Und in diesem Level werden wir jetzt die ganze Zeit unter unseren Füßen diese Gelee-Klumpen hier haben. Und auf denen werden wir entlang jumpen können. Und es ist auch ein ganz interessantes Prinzip, denn ihr seht, dass da manchmal etwas drinsteckt, wie hier zum Beispiel diese Banane. Man kriegt die aber nicht raus, wenn man auf diesem Gelee-Block springt, sondern man muss auf einem benachbarten springen und erst dann kommt der Inhalt raus. Also zum Beispiel diese Bombe hier kriege ich nicht so raus, aber wenn ich links oder rechts davon springe, mit einem großen Sprung wohlgemerkt, dann kommt sie raus. Ein kleiner Sprung funktioniert auch nicht, dann bleibt es auch drin. Also daneben einen großen Sprung machen, nur dann kommt das raus, was ihr wollt. So, und hier oben ist gleich das nächste Puzzleteil. Okay, sehr schön. Diese grünen Gelee-Dinger hier, die unterscheiden sich von den rosanen, denn mit ihnen kann man noch höher springen. Und damit können wir auch das Fass da oben erreichen. Ist da noch irgendwo was drin? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir nach oben und dort ist das K. Das möchte ich gerne. Dankeschön. Okay. Eine Banane, vielen herzlichen Dank. Diese blauen Gelee-Klumpen sind jetzt nochmal ganz, ganz, ganz interessant, denn diese fungieren als Schalter. Wenn man einmal auf sie drauf tritt, dann aktivieren wir diesen Mechanismus dort, der diese Gelee-Blöcke nach vorne dreht. Und nur dann können wir auch wirklich hier weiter, das müssen wir also machen. Ja, die Bananenmünze habe ich jetzt verkackt, aber ja, soll mir egal sein. So, hier brauchen wir den oberen, um an das Ohr ranzukommen. Also hier muss man jetzt auch schon so ein bisschen nachdenken in dem Level. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Und ich sammle erstmal die Bananen ein, danach gehe ich in den Bonus links unten, denn ich habe es natürlich nicht übersehen. Das war knapp. Bananenmünze, okay. Und ja, das ist wirklich ein Bonus. Okay. Was für einer ist es denn? Der hier. Ja, der ist eigentlich relativ einfach. So einen ähnlichen gab es ja auch schon in Returns und der war damals auch schon einfach, weil man sich halt auch bewegen kann, während man aus dem Fass herausgeschleudert wird. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Wenn man das nicht weiß, dann ist er gar nicht mal so einfach, aber wirklich schwierig ist er deswegen trotzdem nicht, finde ich. Gut, geh weg. So, ja, erstmal entlang schießen und hin und her hoppeln. Und hier müssen wir jetzt zurückgehen für das N, aber ja, ist im Prinzip auch nicht schwierig, wir haben es ja vorhin gerade gesehen. So, und wieder mal die witzigen Schalter. Da muss man auch wirklich so ein bisschen umdenken bei den Schaltern, aber wenn man das einmal raus hat, dann ist es eigentlich kein so großes Problem mehr. So, okay. Und jetzt sehen wir im Hintergrund einen Schalter, auf dem der Pinguin entlang jumpt. Das heißt, wir müssen jetzt gutes Timing beweisen und genau im richtigen Moment draufspringen, um hier rüber zu kommen. Man könnte ja auch einfach eine Rolle machen und das hier sowieso skippen, aber trotzdem. So, und wieder mal diese böse Biene, wow, böse Biene, der wir ausweichen sollten. So, das ist jetzt auch sehr interessant. Wenn wir jetzt hier einfach weitergehen würden, dann merken wir, dass da oben ein Puzzleteil ist, an das wir aber nicht rankommen, auch nicht mit dem Pinguin. Wir müssen nämlich mit diesen Schalter hier auslösen und dieser Schalter wiederum löst dann hier einen grünen Gelee-Block aus, mit dem wir hoch genug kommen, um das Puzzleteil zu erreichen. Das finde ich ist ziemlich cool gemacht und ja, mag ich auf jeden Fall. Deswegen finde ich das Level auch so cool, weil man wieder zumindest so ein bisschen nachdenken muss. Und hier muss man jetzt Button-Bashing machen. Genau, damit man hier wieder rauskommt aus den ganzen Gelee-Blöcken. Ist da was? Nee. Okay. Und die Bananen muss ich einsammeln. Die sind noch auf Zeit. Das merkt man daran, dass sie so zum Blinken anfangen. Und dafür gibt es das fünfte Puzzleteil. Okay, sehr schön. Ja, wirklich ein richtig cooles Level, weil man halt auch so ein bisschen nachdenken muss. Jetzt nicht zu viel. Auf jeden Fall nicht so viel wie in hier. Es gab doch irgendein Level, wo man viel nachdenken musste.
Was war das nochmal für eins? Verdammt nochmal, was war das für eins? Ich weiß gerade gar nicht mehr. In irgendeinem Level musste man noch viel nachdenken. Moment mal. Ne, doch nicht, okay. Was war das für ein Level? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich bin gerade irgendwie zu blöd drauf zu kommen. Aber es gab schon irgendein Level, wo man nachdenken musste. Ich weiß aber nicht mehr welches. Hier muss man jetzt, glaube ich, von der Unterseite ausschlagen und dann kommt hier ein Puzzleteil raus, das man kriegt. Genau. So was ähnliches gab es auch schon im Goldenen Tempel. Im allerletzten Level aus Donkey Kong Country Returns. Da gab es auch mal ein so Rätsel, wo an der Unterseite, an einer Plattform, etwas zum Aufschlagen war und man nur so das Puzzleteil bekam. So, hier am Ende gibt es mal viel Bonusgedöns. Ich glaube, hier darf man sogar, genau, gegen diese Blöcke schlagen. Man darf, glaube ich, nur nicht erschlagen werden. Also man darf nicht sich in der Mitte befinden, während die wieder zugehauen werden. Und ich möchte das DK erwischen. Verdammt. Ja, egal. Ist ja völlig wurscht, wir haben alles gefunden. Oder haben wir doch? Ja, okay. Ich bin gerade die ganze Zeit am überlegen, was das jetzt für ein Level war, wo man denken musste. Weil es gab schon eins, da bin ich mir sicher. Oder? Ne, Moment, gab's nicht. Ich gehe gerade nochmal alle Welten durch, aber nee. Ja. Ach, keine Ahnung, ist ja jetzt auch völlig wurscht. Das nächste Level. Level 5, 6, Eis im Spiel. Ja, jetzt merkt man schon so langsam an diesem Level. Das ist ja das letzte normale Level aus dieser Welt. Und das werden wir dann auch noch am Boss bemerken. Dass wir uns immer mehr unserer Heimatinsel nähern. Denn diese ist ja eingefroren. Und je näher wir der kommen, desto mehr spielen die Level mit Eis. Und das merkt man jetzt eben hier schon. Das ist auch wieder ein ziemlich cooles Level. Auch wenn es jetzt nicht ganz so erinnerungswürdig ist, sag ich mal, wie jetzt Gelee Fatal, aber es ist... LOL. Das war cool. Aber es ist trotzdem ein cooles Level, wie ich finde. Jedes Level in dem Spiel ist cool. Ganz einfach. Moment mal, brauche ich eigentlich... Guck mal her. Kann ich die damit kaputt machen? Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass da was ist. Nee, ich glaube nicht. Das passt schon. So, hier ist theoretisch ein Partnerfass, aber Moment mal, das bringt mir ja relativ wenig. Da oben ist auch nichts, ne? Nee, ist nur die Lampe. Okay. Hier immer schön ducken, dass man nicht von den Stacheln zerstachelt wird oder so. Und da kann man runter und findet einen Bonus. Okay. Dann werden wir auch gleich sehen, wie viele Puzzleteile es hier gibt. Aber ich glaube eigentlich nur 5. Weil das erste Puzzleteil hat jetzt schon so ein bisschen zumindest gedauert. Jetzt nicht mega lang, schon klar, aber so ein bisschen zumindest. Ja, das war schlecht. Her damit. Dankeschön. So, es gibt in diesem Level... Ja, es gibt 5. Okay. Das ist schon mal gut. Ja, eigentlich sind 9 schon besser, weil man halt mehr suchen muss, aber... Jetzt rein für mich sind 5 besser, weil bei 9 werde ich wahrscheinlich eh irgendwas vergessen. Wie ihr mich ja kennt. So. Ja, okay, das ist jetzt relativ gefährlich. Ich werde den erstmal ausschalten. Hier müssen wir jetzt erst einmal draufhauen, um diese... Ja, was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Um dieses Ding hier zu befreien, sodass wir nach oben springen können. Das schaffen wir aber nur einmal, weil es friert danach sofort wieder ein. Brauche ich die Bananen hier? Ja, theoretisch für eine Bananenmünze, aber nicht für ein Puzzleteil. Okay. Hier jetzt durchducken. Ihr habt ja gesehen, wir werden von dem etwas nach rechts geschleudert. Und das Schöne hier ist halt... Ja, was heißt das Schöne? Aber es gibt hier halt Eisphysik. Also man rutscht. Aber Eisphysik ist ja jetzt nicht gerade etwas, was in Videospielen geliebt wird. Auch nicht so wirklich von mir. Aber ja, ist okay. Und in diesem Level hilft es einem eher, dass es hier Eisphysik gibt. Ohne Eisphysik wäre das Level viel schwieriger, denn man kann einfach... Jetzt muss ich nur warten, bis der Pinguin weg ist, weil der ist jetzt gerade ziemlich im Weg. Wird er mal ein bisschen schneller am Erdring umgenommen. Man kann halt einfach von hier schon anfangen zu rutschen, sich ducken und dann rutscht man halt die ganze Zeit bis hier durch.
So, das war knapp. Aber hat gepasst. Also man rutscht auch wirklich verdammt weit in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. So, da kommt ein neues Eis. Und dort unten ist doch etwas. Das sieht doch jeder. Nämlich das nächste Puzzleteil. Okay. Und da waren es nur noch zwei. Oh. Die Flamme von dem war jetzt relativ fies. Gibt es dafür was? Nein, gibt's nicht. Okay. Ein Puzzleteil weiß ich noch. Ah, und das letzte glaube ich sogar auch. Oh, chill, chill, chill. Hier dürfen wir natürlich auch nicht erschlagen werden, ist ganz klar. Ja, jetzt bin ich da zu früh gesprungen. Ja, nicht so schlimm. So, hier wieder die ganze Zeit ducken. Ducken, ducken, ducken. Oh shit. Ja, nicht so schlimm. Den Sprung habe ich auch schon immer bei der Zeit-Challenge verkackt. Wow, 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 chill. Okay, das ist jetzt ziemlich schwierig hier, weil man läuft die ganze Zeit Gefahr, zerquetscht zu werden. Da muss man echt aufpassen. So, zwischendrin immer mal wieder ducken. Okay. Und hier ist das nächste. Man kann nämlich hier runterspringen und dort ist ein Fass. Und damit kriegt man Puzzleteil Nummer 4. Okay. Oh, war das jetzt fies. Das hat mich genau so nach vorne katapultiert, dass ich in den Pinguin reinfall. Das ist ziemlich fies. Achso. Aber man muss auf jedes einmal draufspringen, dann erscheint eine Banane auf einem anderen. Und dann kriegt man eine große Bananenstaude am Ende. Okay, sehr interessant. Da kriege ich eine Bananenmünze, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ganz ruhig, da ist das G. Ach du Scheiße, ey. Okay, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Ein Puzzleteil fehlt uns noch. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Ich glaube, das ist ganz am Ende nach dem Ziel. Ich hoffe zumindest. Oder hat's eher? Ja, eigentlich nicht. Ich töte ihn jetzt trotzdem mal. Auch wenn der sehr, sehr nervig ist, aber trotzdem. Nein, okay. So, jetzt müssen wir hier noch durchkommen. Aber hier schön die Ruhe bewahren. Und ja, das letzte Puzzleteil ist tatsächlich relativ fies. Ja, hier ist es nämlich. Das ist tatsächlich nicht einfach, finde ich. Okay. Ich glaube, das habe ich auch bei meinem ersten Mal durchspielen übersehen und dann erst beim zweiten oder dritten Mal gefunden. Ach scheiße, heute habe ich es aber nicht mit dem DK erwischen. Naja, egal. Es lief sehr, sehr gut. Bin ich überhaupt gestorben? Ah doch, ja, natürlich in dem Level ganz am Anfang, wo ich in die Eule reingerannt bin. Aber ich glaube, das war mein einziger Fail sogar. Und auch sonst alles gefunden. Also in diesem Part lief es echt super. Das freut mich. Okay. Und ich habe wieder mal völlig die Zeit vergessen. Das vergesse ich in letzter Zeit aber immer. Das ist Fail. Da habe ich am Anfang immer dran gedacht, dafür aber die Puzzleteile nicht gefunden. Und jetzt ist es genau andersrum. Ich finde die Puzzleteile, denke aber nie dran, euch die Zeit zu sagen. Oder zumindest erst immer am Ende. So, hier 1 Minute, 9 Sekunden und 27 Hundertstel. Und hier in Schelefertal 1 Minute, 32 Sekunden und 47 Hundertstel. Und beim nächsten Mal gibt es dann diese beiden Level. Nämlich 5A Honighalekinaden und 5B Marmeladenpromenaden. Das reimt sich. Marmeladenpromenaden und Honighalekinaden. Wunderschön. Wenn es gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben, Kommentar schreiben, abonnieren, was auch immer. Und beim nächsten Mal gibt's dann Honighalekinaden und Marmeladenpromenaden. Ciao.